Ich zeige euch heute, wie ich mein Gestell von meinem Aufzeltdach restauriere und zwar verbessere. Eigentlich sind hier die zwei Stangen und die Stange steckt da drin. Und wenn man das Dach anhebt, dann reibt hier eigentlich Metall auf Metall. Auf Dauer geht das natürlich nicht gut. Und ich zeige euch jetzt hier auch ein Foto, wie das bei mir auch da drinnen auch aussieht. Beziehungsweise wie die Stange jetzt auch wirklich abgenutzt schon ist, ne, mit Schlieren und also wirklich nicht schön. Aber auch dadurch geht das natürlich auch viel schwerer auf, ne? Auch wenn da so ein Seil mit einer Feder ist, ist das dennoch, ja, weil es halt Metall auf Metall reibt, ist das ein bisschen schwergängiger. Und jetzt möchte ich da einen Kugellager einbauen. Weiß natürlich auch, ist, oder ihr werdet es auch sehen, es ist nicht einfach nur das rausholen, Kugellager einbauen und fertig. Aber der Aufwand, der lohnt sich wirklich. Vor allem, wenn man jetzt auch noch irgendwas auf dem Dach transportieren möchte und das dann auch anheben möchte, dann ist da ja noch mehr Reibung und kann dann noch mehr kaputt gehen. Und deswegen würde ich das wirklich jedem raten. Und ich zeige euch jetzt, wie ich das mache. Wenn ihr euch jetzt fragt, woher ich die Kugellager habe für das Aufstelldach, dann kann ich euch diese Firma hier empfehlen. Totalbusbekloppt.de. Daher habe ich auch meine Flüsterrollen, von denen ich ja immer noch so begeistert bin. Und er bietet das jetzt ganz neu an. Und ich darf das euch jetzt vorstellen, wie ich das jetzt mache. Jetzt zeige ich euch da erstmal, wie ich das hier ausbauen werde. Und zwar hier auf der gegenüberliegenden Seite und dort auch, also immer außenliegend, ist bei dem Stift hier auf der anderen Seite ein Splint, so eine Sicherungsscheibe. Und die hole ich jetzt einfach, versuche ich mit diesem Werkzeug rauszuholen. Ich habe jetzt diese Klemmscheiben alle vier entfernt. Das heißt, da eins und auf der anderen Seite auch zwei. So, also als erstes mache ich die Kabelbinder dran. Dann hole ich den Stift hier raus. Und das viermal. Wenn ihr das jetzt vor euch liegen habt, dann müsst ihr erstmal diese Schraube abdrehen. Okay, nachdem ich dann die Schraube und den Splint hier rausgenommen habe, entspanne ich das dann jetzt hier. So, hier ist das. Zur Sicherheit, irgendwie weiß ich nicht, ob was damit ist, wenn mir das da reinfliegt, mache ich das mit einem Kabelbinder fest. So, damit mir das dann nicht abhaut. Und jetzt ganz liebevoll. Jetzt habe ich es geschafft. Alle beide sind draußen. So, nachdem ich jetzt diese Schablone jetzt hier aufgelegt habe, bei beiden und dann hier angezeichnet habe, mal unten und mal oben, kann ich die jetzt wegnehmen. Die brauche ich jetzt nicht mehr. Das jetzt hier aus, gucke, ob die Löcher auch passen, hebe das ganz leicht auf und dann zeichne ich die Löcher ein. Jetzt kann ich das hier rausnehmen, dann ankörnen, die Bohrung machen, 5 mm. Und das absägen.
Jetzt habe ich das gut sauber gemacht, die Kanten gebrochen und soweit alles fertig. Jetzt, wenn ich das hier drauf lege, sieht man, Moment, so, dass hier die Schweißnaht hier etwas stört. Und die werde ich jetzt bearbeiten und dann wird es wahrscheinlich passen. Jetzt habe ich hier noch einen kleinen Spalt und hier geht es überall gut. Deswegen muss ich da noch in der Ecke noch ein bisschen was entfernen und dann geht es ganz gut. Jetzt müsste das passen. So, ich bearbeite gerade die Stange hier und habe gesehen, dass als es ohne Rad oder ohne das Lager gearbeitet hat, ist so eine Einkerbung passiert ist. Guck mal hier. Echt extrem. Und das bearbeite ich jetzt, damit das Radlager hier reinpasst. Und ja, und dann habe ich damit kein Problem. Jetzt zur Zeit passt es noch nicht rein. Und jetzt schleife ich das und dann wird es gehen. Ich habe jetzt herausgefunden, dass wenn man das jetzt hier entlang schleift, dass es schnell reißen kann, dieses Schleifpapier, 60er nehme ich übrigens. Jetzt habe ich mir einfach Stoff zurechtgeschnitten, halte das dahinter und dann reißt es nicht mehr so schnell. So kann man gut schleifen. Ah, herrlich. Wieder für gedacht. Jetzt stecke ich das hier rein und das muss ungefähr 1 cm tief drin sein. Okay. Nee, ein bisschen noch. 1 cm ist erreicht. Das reicht vollkommen. Und jetzt kann ich das dann ganz normal einfressen. Ich konnte das eigentlich ganz gut mit den Händen reindrücken, habt ihr gesehen. Aber so das letzte Stück, um die zusammen wirklich zu drücken, mache ich das hier. Ich habe das Projekt jetzt fertig und habe das jetzt wieder alles eingefügt, allerdings aber andersrum, damit ich einfach besser dran komme, weil ich im Winter das Dach sowieso komplett rausnehmen möchte, lackieren möchte und ja, das Zelt auch wechseln möchte. Ich weiß, wir Menschen möchten gerne Zahlen sehen, also wie viel Kilo ist es jetzt leichter, besser geworden, sonst irgendwie, aber es ist echt schwer zu machen. Ich habe es versucht mit einer Waage, aber es ist wirklich schwer zu machen. Habe auch meine Frau gefragt, ob sie das versucht mal aufzumachen, weil das alte Gestell ohne Kugellager hat sie nicht geschafft. Aber sie sagte, nee, ich möchte mich nicht zum Affen machen. Okay, ich kann euch das nicht beweisen, dass es besser geworden ist, aber ich kann es euch auf jeden Fall sagen, dass es so ist. Und mir gefällt es wirklich sehr und weiß natürlich auch, dass es jetzt keine Schlieren mehr dazukommen, ne? Und das Metall jetzt auch heile bleibt dort.